Mit der neuen FritzOS-Laborversion hat AVM endlich die Unterstützung für das Netzwerkfreigabeprotokoll SMB in Version 3 eingebaut. Nach dem Intro erkläre ich euch, was es damit auf sich hat und wie ich das praktisch benutzen kann. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich da jetzt ein Video drüber mache, denn eigentlich gibt es ja die FritzNAS-Funktion schon länger und ich habe auch schon mal ein Video drüber gemacht, wie man Backups da drauf laufen lässt. Allerdings gibt es einen speziellen Grund. Und zwar wurde die SMB-Version 3 die ganze Zeit nicht unterstützt, sondern nur Version 1, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel macOS Catalina nicht unterstützt wird und auch bei Windows 10 muss die SMB-Version 1 nachträglich aktiviert werden. Das ist jetzt mit dem neuen Labor-Update der Fritzbox nicht mehr notwendig. Wenn ihr das Video guckt, ist das vielleicht schon auch in die stabile Version des FritzOS übergegangen. Das könnt ihr in den Changelogs nachschauen. Im Wissensartikel hier steht auf jeden Fall noch drin, dass sie noch daran arbeiten. Klar ist nur, die Laborversion ist also nicht die offiziell ausgerollt. Den Artikel hier, den verlinke ich euch jetzt mal. Das ist der Artikel für die 7590, der geht aber überall ähnlich. Den Punkt SMB1-Protokoll für Windows 10 könnt ihr natürlich überspringen. Es gibt aber auch noch, richten Sie den USB-Speicher für die Verwendung als NAS ein. Das zeige ich euch jetzt kurz, wie da die Voraussetzungen sind. Ich gehe mal auf meine Fritzbox Cable, da sehe ich dann, dass wenn ich hier auf Heimnetz und USB-Speicher gehe, dass die NAS-Funktion generell erstmal eingeschaltet ist. Hier sehe ich auch den internen Speicher, den die Fritzbox hat. Hätte ich jetzt hier noch einen USB-Stick dran oder eine Festplatte, würde man den hier auch sehen. Dann kann man hier noch das Netzlaufwerk über SMB freigeben. Hier unten, das ist jetzt quasi das Neue, kann man auch noch die alte Unterstützung für SMB V1 aktivieren. Die ist jetzt hier aber deaktiviert und wir brauchen die auch tatsächlich nicht. Als nächstes würde ich euch empfehlen, unter System nach Fritzbox-Benutzer zu schauen und hier einen entsprechenden Benutzer anzulegen. Ich habe jetzt hier den Benutzer UsefulWit angelegt und wenn ich hier mal drauf gehe, gibt es hier den Haken Zugang zum NAS-Inhalten. Wichtig ist, hier muss ein Verzeichnis hinzugefügt werden. Es gibt zwar die Option, wenn ich das jetzt hier entferne, ich weiß nicht, ob das ein Bug der Laborversion ist. Ich kann ja sagen, alle an der Fritzbox verfügbaren Speicher, hat bei mir aber nicht funktioniert. Ich gehe auf Verzeichnis auswählen und wähle hier mal zum Beispiel Dokumente aus. Ich kann natürlich aber auch alle Verzeichnisse jetzt hier so nacheinander hinzufügen. Jetzt hätte ich die zwei drin. Dann klicke ich mal auf Übernehmen. Jetzt haben wir also einen Nutzer, der darauf zugreifen kann. Wenn ich jetzt von Windows darauf zugreifen möchte, öffne ich einmal den Explorer. Gehe hier oben in die Adresszeile rein und tippe /// und jetzt fritz.box ein. Ihr könnt natürlich hier auch die IP-Adresse eurer Box eingeben. Das bestätige ich einmal mit Enter und jetzt brauche ich genau den Benutzer, den ich mir hier vorhin angelegt habe. Der hat Benutzername und Passwort. Jetzt sehe ich hier die Freigabe. Das ist genau das, was wir hier vorhin gesehen haben, wenn wir nochmal zurückgehen unter Heimnetz USB-Speicher. Das ist eben genau der Name, fritz.nas. Da gehe ich mit dem Doppelklick drauf und jetzt sehe ich genau die beiden Ordner, die ich quasi freigegeben habe für meinen Nutzer. Ich kann jetzt hier unter Dokumente gehen, hier kann ich mal was öffnen, dann sehe ich nämlich hier, dass ich auch lesen kann, aber ich kann ja hier auch schreiben, habe ich eingegeben. Ich kann nämlich auch einen neuen Ordner einfach erstellen, das heißt, Schreibrechte funktionieren auch. Und jetzt kann ich das benutzen, wie ganz normal ich den Explorer halt so benutze. Ich mache mal ein neues Fenster auf und jetzt kann ich hier unter Downloads gehen und kann irgendwelche Dateien halt hier rüber kopieren. Das war's. Ich musste jetzt also keine SMB 1 Downgrade auf Windows 10 durchführen. Ich konnte das jetzt out of the box nutzen. Das ist jetzt der interne Speicher. Ihr könnt natürlich auch eure USB-Platten anschließen und das genauso benutzen. Wenn ihr geschafft habt, bis hierhin dran zu bleiben, schauen wir uns das Gleiche jetzt auch nochmal am Handy an. Ich zeige euch jetzt am Handy in Android mit der Solid Explorer App, wie die SMB-Freigabe funktioniert. Ich hoffe, eure App kann das auch, ansonsten schaut euch mal vielleicht nach einer um, die das kann. Was muss ich in Solid Explorer machen? Ich gehe aufs Menü hier. Hier habe ich meine Speicher, da ist die Fritzbox jetzt nicht dabei. Ich klicke hier oben auf die drei Pünktchen in den Speichermanager und klicke hier auf Plus, um es hinzuzufügen. Jetzt wähle ich hier SMB aus. Gehe wieder auf Next. Jetzt versucht er sie automatisch zu finden. Funktioniert manchmal nicht. Dafür gehe ich hier unten auf den Pfeil und kann jetzt hier entweder fritz.box eingeben, so wie ich es vorhin gemacht habe. Jetzt nehme ich aber mal die IP-Adresse, die ist 192.168.0.1 bei mir. Bei euch könnte die natürlich anders sein. Port 445 passt auch. Und was jetzt noch wichtig ist, das sieht man jetzt hier nicht so direkt, aber als Pfad muss ich was eintragen. Und zwar fritz.nas. Ihr erinnert euch, das hatten wir in Windows vorhin auch. Das ist der Anzeigename, den nenne ich jetzt mal Fritzbox. Den könnt ihr frei wählen, gehe auf Bestätigen und gehe dann hier oben auf Next. So, als nächstes fragt er mich dann nach Benutzernamen und Passwort, also wie ich mich authentifizieren will, ja, mit Benutzernamen und Passwort offensichtlich. Und hier gebe ich wieder meine Daten ein.
Die kann ich auch speichern lassen, klick nochmal auf Next, Set Advanced, sagen wir No, Next. Hier kann ich es, also auch Passwort speichern, sage ich hier Nein. Hier kann ich es nochmal überprüfen, fritz.nas, Nutzername und Passwort, auch das ist in Ordnung. Hier gehe ich jetzt auf Connect, er prüft die Verbindung, ist damit einverstanden, jetzt klicke ich hier nochmal drauf und jetzt komme ich hier in den Storage Manager. Jetzt kann ich hier mal wieder zurückgehen und jetzt sehe ich, dass er die hier hinzugefügt hat. Man sieht jetzt auch den freien Speicher und wie am Windows-PC auch, kann ich jetzt hier rumnavigieren, kann mir hier auch wieder zum Beispiel die Textdatei anzeigen lassen. Zum Thema Netzwerkspeicher und Fritzbox findet ihr jetzt im Abspann ein paar interessante Videos von mir.